Ey Leute, ganz kurz bevor das Video startet, schaut euch mal den Itemshop an. Mega, mega nice. Ich meine, allein schon der Skin, der ist einfach heller lit. Ich finde den Skull Trooper mega geil. Und falls hier rechts oben noch kein Name steht, einfach unterstützen den Creator, rechts unten anklicken, AlviVB eintragen oder einen anderen Creator eurer Wahl. Das kostet euch gar nichts. Das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet, einfach kurz eingeben, annehmen und damit tut ihr den Creator einen mega großen Gefallen. Kuss und jetzt viel Spaß bei dem Video. So, junge Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar geht es heute mal um ein mega nice Update, was Fortnite rausgebracht hat. Das ganze Update ist gestern rausgekommen und ich habe aber noch kein Video dazu gemacht. Denn normalerweise ist es immer so, dass ich alle 2 Tage Videos uploaden will. Aber da das einfach so ein nice Update ist, dachte ich mir, okay, ich hau jetzt gleich nach dem Reaction-Video noch ein Video zu dem großen Update raus. Ich habe schon 1, 2 Arena-Runden vorgespielt. Deswegen habe ich schon das neue Authority entdeckt. Das Nice an dem ganzen Update ist nur, dass man scheinbar, wenn man einmal gestorben ist, irgendwie zum Geist wird oder so. In Arena ist es natürlich nicht der Fall, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, wie das Ganze abläuft. Ich habe das nur bei diversen YouTubern gesehen. Die Charge Pump ist natürlich auch raus, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Und es gibt fast auf der ganzen Map Nebel, also hauptsächlich, glaube ich, sogar bei Weeping Woods. Also hier seht ihr, deswegen fliege ich hier auch hin. Hier gibt es wirklich, also man sieht hier wirklich kaum was. Das ist echt krass. Außerdem gibt es einen neuen Ort, den ich aber irgendwie noch nicht so entdeckt habe. Ich weiß nur, dass das hier neu ist. Das habe ich schon erkundet. Das ist einfach nur dieser Ort da, auch der vom Trailer. Und das würde ich sagen, lasse ich mich einfach mal so ein bisschen überraschen, was es hier auf der Map so gibt. Allgemein finde ich irgendwie, die Grafiken von dem Game sind mega nice. Ich meine, Fortnite wurde ja auch von 80 GB, also ich glaube 89 GB war irgendwie das Game oder so groß, stand zumindest in der Mail, die wir Creator zugesendet bekommen haben. Es wurde insgesamt zu 26 GB runtergeschrumpft, was halt mega, mega sick ist für die Leute, die halt vielleicht nicht so viel Platz auf der Festplatte haben oder so. Und ich finde allein schon deswegen ist es ein sehr, sehr gutes Update, weil wir jetzt auch somit wissen, dass die nächsten großen Updates nicht mehr so lange brauchen werden. Es nimmt nicht so viel Speicherplatz. Es ist eine ziemlich blöde Waffe raus, nämlich die Charge Pump. Eigentlich, no joke, finde ich, das ist das beste Update seit langem und irgendwie fühlt sich das Game auch viel flüssiger an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die PS4 und Xbox-Spieler merken vielleicht nicht, dass es viel smoother sich anfühlt, das Game. Aber für die Leute, die am PC spielen und vielleicht einen 144-Hertz-Monitor haben oder 240-Hertz, die werden das definitiv merken. Das ist einfach, ich weiß nicht, es ist irgendwie so, ja, so, keine Ahnung, einfach nice. Ich kann das gar nicht beschreiben, einfach flüssig, viel flüssiger. Und ich finde auch, die Grafiken sehen mega nice aus. Ich habe mir auch bei ein paar Controller-YouTubern das Ganze angeschaut und zwar wurde das Layout bei denen auch ein bisschen verändert. Dass ihre Binds, die halt eben rechts aufpoppen, das sind ja bei uns, bei PC-Spielern sieht man ja die Tastaturtasten oder die Maustasten. Und bei denen sieht man logischerweise die Controller-Tasten und die sind halt eben schwarz. Was halt ziemlich nice Layout eigentlich ist. Finde ich schade, dass die das bei PC nicht so gemacht haben. Mal gucken, ob wir hier ein paar Gegner finden. Reaping droppen natürlich nicht so viele. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt ein paar Geist treffen oder so. Ich glaube, als Geist kann man auch Damage machen. Ich weiß aber nicht, ob man als Geist gewinnen kann. Also müsste man eigentlich, weil wieso sollte man dann irgendwie respawnen als Geist? Würde eigentlich keinen Sinn machen, wenn man da jetzt nicht als Geist noch gewinnen kann. Meine Frage ist nur, ob man dann wieder zur normalen Person wird praktisch. Oder halt Geist bleibt und nur als Geist dann auch gewinnen kann. Ich weiß, dass Geist 10 bis 20 Damage machen können, indem die auf einen zukommen und einfach anfangen, dich zu boxen. Aber ich glaube, die Geister hörten auch ziemlich laut und man kann als Geist ziemlich hoch durch die Lüfte springen. Aber wie gesagt, ich habe das alles nur in Videos gesehen. Ich glaube, da hinten war ein Geist, oder? Da habe ich mich verguckt. Hä? Okay, der ist ziemlich schnell weg. Doch, oder? Hä? Ist auch einer, oder? Nee, das ist ein normaler Spieler. Ah, doch, das ist ein Geist. Lol. Okay, macht mehr Damage, als ich dachte. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfordert. Oh. Was kann ich jetzt damit machen? Lol. Ah, okay, das ist dieser neue Besen. Okay, nice. Ja, gibt's ihn hier zweimal? Hä? Ich hab's den Besen einfach zweimal gibt. Okay, ich habe mich jetzt mal killen lassen als Geist. Ah, ich kann diese Sachen aufsammeln, okay. Kann ich jetzt irgendwie respawnen oder so? Ah, okay, man sieht Spiele sogar, okay, nice. Kann ich den jetzt einfach so killen oder was? Hä? Und jetzt? Hä, aber kann ich nur noch... Hä? Achso, ich kann die Waffen nur noch aufsammeln von irgendwelchen... Gegnern? Aber ich kann selbst nicht mehr respawnen, oder was?
Ah, okay, und das so kann ich die Spieler. Okay, so kann ich die Spieler tracken. Das macht halt das Spiel zu einem komplett neuen Game. Aber ich frage mich, also wenn man als Geist tot ist, wenn man als Geist dann eliminiert wird, dann ist man wirklich komplett raus. Okay, da ist ein Spieler. Aber kann man sich halt. Also können Geister gegenseitig sich fighten? Das war auch nochmal spannend. Ne, ich kann ja nicht fighten. Alright. Bauen kann man logischerweise auch nicht. Ja gut, aber also was passiert denn dann, wenn man den letzten Spieler killt? Also ich meine, der letzte Spieler, der muss alle Geister besiegen, das weiß ich. Der ist gerade am Schwimmen. Aber wie ist denn das, wenn man dann alle Spieler gekillt hat als Geister, gewinnen dann einfach Geister oder was? Oder respawnt man dann? Ja, ist safe tot, oder? Ach so, und das healt uns dann. Ah, okay. Ah, okay. Okay, der Stuff, der healt dann einen. Aber arbeite ich jetzt mit denen zusammen? Also team ich jetzt mit den Geistern? Also scheinbar schon, weil die werden mir als Teammates angezeigt. Ich glaube, ich muss mit den Geistern zusammen jetzt die Runde gewinnen oder so. Ach so, okay. Ja, dann war das ziemlich dumm, mich killen zu lassen. Weil jetzt kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. Jetzt ist es ja ein easy Team-Game, oder? Aber man kann als Geist trotzdem. Oh, sterben. Aber kriegt man, wenn man. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet vorher. Wenn man einen Geist killt, kriegt man. Aber wenn man jetzt einen Geist killt zum Beispiel, kriegt man Leben dazu oder so? Das wäre auch noch spannend zu wissen. Okay, es leben noch 13 Spieler. 11, ja, 12 Geister, 12 Spieler jetzt. Es ist halt wirklich viel, viel cooler, wenn man natürlich noch lebt. Ich dachte halt, man kann respawnen irgendwie als Geist, dass man dann irgendwie noch eine zweite Chance hat, wie man halt, wie zum Beispiel halt ein Reboot, nur halt im Solo-Game. Okay, das heißt, wenn man einmal tot ist, gut, dann ist man Geist und kann irgendwie trotzdem noch mitspielen, aber ja. Die meisten Leute leften, glaube ich, dann auch. Okay. Und jetzt bin ich wahrscheinlich raus, oder? Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ist auch mal nice, hier ohne Pick herumzulaufen. Was mache ich hier eigentlich? Keine Ahnung, backt irgendwie gerade rum. Und schade, dass ich gerade in der Runde nicht wusste, dass wenn man einmal tot ist als normaler Spieler, dass man als Geist, wenn man jemanden killt, nicht nochmal normal respawnen kann. Ich dachte, das wäre so eine Art Reboot-System, wie bei Duos, bei Trios oder bei Squads. War aber scheinbar nicht der Fall. Das heißt, wenn man als Geist gewinnt, dann gewinnt man halt einfach als die böse Seite vermutlich. Und wenn man halt als Solospieler gewinnt, ohne dass man Geist gewesen ist, gewinnt man einfach eine ganz normale Solo-Battle Royale-Runde. Ich finde es aber gut, dass sie das nicht mal ansatzweise reingemacht haben bei Arena, weil das macht wirklich das Spiel komplett kaputt. Ich finde es aber nice, dass sie bei Publix wenigstens ja, so ein paar Neuerungen reingebracht haben. Ich meine, das wird ja auch nicht lange dauern. Das ist ja nur jetzt für Halloween. Ich finde auch die Creative Lobby, by the way, sehr, sehr cool. Deswegen bin ich hier reingejoint für die Abmod. Aber jetzt lohnt es sich auf jeden Fall mal wieder in Public ein bisschen vorbeizuschauen, was auch ein bisschen das Ziel von Epic Games war. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Pump auch. Und ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ihr könnt gerne meinen Creator-Code AlviVB im Itemshop benutzen. Sobald ihr jetzt Fortnite demnächst wieder startet, das kostet euch nichts. Einfach einen Creator eintragen. Ja, dann könnt ihr noch den Kanal gerne abonnieren. Kostenfrei natürlich. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns damit im nächsten Video. Haut rein. Ciao. I wanna take you where you wanna go. All in my mind and you got my soul. Girl, you're so fine and everyone knows. And you gotta glow, I gotta go. I gotta show you how to be treated like you made of gold. I'll take you higher like I made a toast. So it doesn't fall down like dominoes. No, I'm not perfect, but I'm perfect for you. How could the last ones choose to ignore you? All in your DMs, but all of them bore you. You just a woman that I wanna spoil. I got no other choice.